Hallo Leute, mein Name ist Hotzose und willkommen zu einer weiteren Folge Factorio Vanilla. Das ist das Ziel der ersten Serie, wo ich versuche, möglichst zügig bis zum Ende durchzuspielen. Ich bin nicht wirklich bekannt dafür, Spiele schnell durchzuspielen, lasse mir immer Zeit, vielleicht etwas zu viel Zeit. Darum hier das Vanilla Game ist nicht wirklich so sehr eine Herausforderung für mich, sondern es ist eher der Aspekt, dass das Ganze innerhalb einem vernünftigen Zeitrahmen über die Bühne zu bringen. Was wollte ich denn? Der Zeithorizont, wenn wir Errungenschaften anschauen, da gibt es innerhalb von 15 Stunden das Ziel abschließen. Okay. Oder innerhalb von 8 Stunden ist möglich. Allerdings, da muss man sich ranhalten. Ich habe auch schon Speedruns gesehen. Ich glaube, unter 3 Stunden. Aber da frage ich mich dann manchmal, ob da nicht etwas der Spielspaß verloren geht. Somit mein Ziel ist, ich würde mal sagen, 15, 20 Stunden. Ja, keine Greifer mehr. Ja. Massen platzieren. Können wir letzten Endes zumindest alle Schmelzen mit Strom versorgen. Okay. Den Platz brauche ich, weil da kommt das hin. Ganze verbinden.
sind dann all unsere Dein Dahl. Ein bisschen mehr ausholzen, damit man auch sieht, was dann so abgeht. Und okay. Soweit, so gut. Ja. Hohle Linie. Dann können wir Kupfer und Eisen etwas weiter oben legen. Sieht es mit der Forschung aus? Haben wir da noch Material am Start? Ja. Hier dieses Nest haben wir bald erreicht. Wir mit der Kohle hoch. Natürlich zu wenig. Und dann werden wir hier nebendran Kupfer hochgehen und auf der anderen Seite mit. Gut.
Soweit, so gut. Brauchen wir solche Förderer? Dafür brauchen wir Strom. Legen wir einfach mal hier querfeld. Das Ganze werden wir dann verfeinern. Derzeit sieht es immer noch gut aus. Es liegt am Eisen. Ausholzen. Natürlich steht wieder ein Baum im Weg. Okay. Und keine Strommasten mehr. Nun beginnen wir hier etwas Kohle zu fördern. Und dann sollten wir das auch mit Kupfer und Eisen hinbekommen. Etwas Zeit. Da unten sieht nach einem größeren Nest aus. Radar bauen. Hierhin. Das sollte uns zusätzlich die Karte aufdecken.
Hier werden wir auch Strom brauchen. Kupfer ist am Start. So aus. Er staut sich's. Ja, noch nicht ganz. Keine Tunnel mehr. Wenig Eisen. Und das Kupfer kommt aus der Schmelze und hängt einfach hier auf dem Förderband rum. Weil wo soll es denn schon hingehen? Eins nach dem anderen. Förderbänder sind alle. Okay, Kupfer ist alle. Eisen wird auch bald alle sein. Und nun brauchen wir doch schon etwas mehr Energie. Hälfte der Kapazität haben wir schon ausgeschöpft. Da müssen wir ein Auge drauf haben, dass wir dann rechtzeitig erweitern. Etwa zwei.
Voilà. Eisen auch am Start. Hier startet das Kupfer schon. Jetzt hier in die Länge ziehen. Bald fertig. Also, als ob wir mehr Eisen fördern als Kupfer. Aber wahrscheinlich daran, dass wir mehr. Dass wir mehr Förderer haben. Okay. Nächste Forschung. Und wir bauen uns. Können wir nicht. Wir brauchen Stahl dazu. Das heißt, nächste Folge geht es da hinten weiter mit mehr Schmelzen. Also bis dann. Tschüss.